So, meine Damen und Herren, jetzt mal nach extrem langer Zeit und mal so nebenbei von den ganzen anderen Games bringe ich mal wieder Transport Fever. Und ich habe mir schon ein bisschen die Map hier angeguckt gehabt, gerade eben, und weiß schon mal, wo ich anfange. Also das ist so ein bisschen die Map jetzt. Und warum ich Transport Fever spiele, das erzähle ich euch mal nach dem Intro. Ja, warum sollte ich jetzt wieder Transport Fever spielen? Es ist schon extrem lange her, dass ich Transport Fever gespielt habe. Und es sollen noch ein paar neue Sachen dazugekommen sein. Und ich möchte da gerne schon mal wissen, was da eigentlich so dazugekommen ist. Zum Beispiel Tunnel, irgendwie sollen ein paar neue sein. Oder neue, also so welche neuen Sachen. Und vielleicht auch ein paar neue Fahrzeuge und sowas. Ich weiß es echt nicht, was alles neu dazugekommen sein soll. Es sollen doch schon ein paar Sachen sein und deswegen habe ich mir gedacht, gut, warum noch nicht? Fangen wir einfach nochmal neu an. Wir werden alles wie beim letzten Mal, auch die Tunnel sollen komplett neu sein. Also auch ganz anders. Ja, sehen doch schon mal ein bisschen besser aus. Also gefällt mir schon viel, viel besser. Aber wir können leider keinen Tunnel bauen, wir müssen leider außen rum bauen. Weil sonst wird das leider viel zu teuer für den Anfang. Ist eben nervig, wenn man außen herum bauen muss, aber... Ah, okay. Wie kommt man billiger? Ah, mit einer Brücke kommt man billiger, so soll es natürlich sein. So, da haben wir unsere erste spontane Strecke mal schnell gebaut. So kurz hier so ein Ausfahrtsding und dann bauen wir ein Depot hier hin. Ja, wir brauchen natürlich ein Depot. Aber wo sollen sonst die Züge rauskommen? Bin gespannt, ob sich hier schon was geändert hat. Nein. Die Schiffe zum Beispiel, die sollen jetzt auch verschiedene Waren annehmen können. So, wir nehmen erstmal 4, das müsste erstmal reichen für den Anfang. Oh, nice, wir können die Terminals auswählen. Oh, wie geil ist denn das bitte jetzt? So, wir können mal Play machen. Das ist ja richtig geil, dass wir die Terminals auswählen können. Oh, das tönt mir ja schon richtig an, das Spiel jetzt wieder. Also, es gefällt mir richtig, dass man jetzt die Terminals auswählen kann. Weil das ist so eine Sache, die hat mich damals richtig angekotzt, weil du hast dann immer tausende von verschiedenen Wegen gemacht, hier Dings gemacht und es war einfach nur schrecklich. So, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? Weil ich sehe das immer nicht. Wir haben noch 1,4 Millionen. Ist nicht viel, wir müssen irgendwie Geld reinbekommen. Stopp. Wir müssen Geld reinbekommen. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir am besten Geld reinbekommen. Am besten geht das ja immer mit Essen. Aber das ist nirgendwo auf der ganzen Map, war das irgendwie nahe genug, dass man das mal schnell machen kann. Wir haben hier und wir haben hier. Wir müssten hier hin und her fahren und dann von hier aus nochmal in die Stadt reinfahren. Und das Geld haben wir jetzt nicht. Wir müssen jetzt uns eine andere Möglichkeit finden, um schnellstmöglich irgendwie Geld zu bekommen. Oder eben nach und nach. Wie wär's denn mit einem... Wenn man hier so eine Kutsche lang fahren lässt. Ach, es wird so ewig dauern. Die werden kein Plus einnehmen. Die werden nur Minus machen. Ich probiere es erstmal hier mit dem Nahverkehr ein bisschen aus. Dass man da ein bisschen näher, besser hin vorankommt. So, unsere erste Verkehrsroute ist fertig. Oh, hier können wir ja auch... Wir können hier überall Terminal auswählen. Das ist eigentlich richtig, richtig nice. Hier nehmen wir aber auch gleich Terminal 1. Und los geht's. Müssen wir natürlich, dass wir jetzt nach und nach ein bisschen Geld bekommen. Obwohl ich glaube natürlich, besser komme ich, wenn jetzt hier drüben noch auch mal schnell noch so ein Dings hinbaue. Okay, dann machen wir mal Go und hoffen wir, dass wir jetzt nach und nach ein bisschen Geld einnehmen. Ich habe jetzt hier drüben noch 4 Haltestellen gemacht. Mit 2 Bussen, 2 Postkutschen kann man ja so sagen. Das sind ja Postkutschen. Hier drüben haben wir ja... Vier rumfahren. Ich glaube 4 Postkutschen. 1, 2, 3. Oder 3 Postkutschen, okay. 1, 2, 3, genau. Es war ein bisschen schade, dass die doch ein bisschen dicht aneinander fahren. Und so die Leute sich nicht unbedingt noch nicht gesammelt haben. Aber ich glaube, das wird schon irgendwann mal langsam. Und wir haben die erste Person, die wartet. Oh, zuerst gehasst. Wie geil ist das denn bitte?
Und da kommt unser zweiter. Und da kommt unser Zug. Klar, Moment, macht er natürlich minus 34.000. Ist natürlich nie, relativ viel, was er jetzt am Anfang für minus macht. Theoretisch müssten wir jetzt bauen, was das Zeug hält. Weil wir jetzt noch Geld haben. Aber was ist, wenn wir von hier aus die Bahn hier rüberfahren lassen und dann in Riedbach verkaufen? So, leider haben wir nur noch so viel Geld gehabt. Ist vielleicht fast die Hälfte der Strecke, noch nicht mal ein Dreiviertel oder ein Drittel so von der Strecke, aber ich glaube doch schon, dass wir in nächster Zeit irgendwann mal Geld einnehmen. Guck mal, hier warten schon drei Leute und hier selbst hier in den Haltestellen warten schon die Leute. Das ist relativ okay. Können ja hier gucken, 1, 2, 3, ja, die sammeln sich langsam, ist schon okay. Das ist schon gut so. Klar, wir machen jetzt natürlich Minus, aber das können wir ja noch alles ändern. Wie findet ihr überhaupt das Ganze, dass ich jetzt was anderes noch bringe? Zwischen natürlich den Standardprojekten, die ich im Moment besitze, von Yu-Gi-Oh! Und Walk of Ages. Dass ich mal das jetzt nochmal so bringe, ab und zu mal was anderes, Minecraft noch dazwischen, weil dauerhaft in dem Trott möchte ich auch nicht versinken, weil da merke ich doch schon, da kommen uns nicht Leute, da kommen keine neuen Leute, wir müssen mal irgendwie ein bisschen auffrischen, ein bisschen was Lockeres nachbringen. Und vor allem wichtig auch, wie findet ihr es mit dem ganzen Schnitt? Also ist es ein bisschen zu viel, ist es zu wenig, ist es in Ordnung, ist es, ja, so lala oder... So, 11k haben wir bekommen. Das ist noch nichts. Bisher macht der Zug noch 71.000 minus. Die muss er natürlich jetzt in nächster Zeit mal reinfahren. 5 Leute haben wir jetzt hier drin. Aber wir sehen doch schon, eine Fahrt bringt mit wenigen Leuten. Das sind, wie viele Leute waren hier drin? 3 Leute. Auf der großen Strecke bringt das schon relativ viel Geld. Und wenn hier dann die 13 Leute ausgestiegen sind, oder beziehungsweise gezahlt haben, ist das natürlich doch schon eine Menge Asche, die dann rumkommt. Wir sind zwar bei, wir sind bei 3 Millionen minus. Achso, weil wir Darlehen haben. Also wir sind gerade bei 44.000 minus. Das klappt alles. Wie gesagt, bei mir ist hier genau hier die Zahl von FPS-Zahl. Die stört mich sonst überhaupt nicht, aber die stört genau bei diesem einen Spiel. Bei diesem einen Spiel stört die. Fuck, der Zug ist voll. Wir haben 24 Platz, da drüben warten 23 Leute, also... Ja, es freut mich schon extrem, dass ich jetzt doch so viel auf immer Platz habe. Oder so viele Leute auf immer drin habe. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel Geld wir jetzt bekommen. Wir sind jetzt bei fast 40k plus. Also 38 ist immer das Jahr, wir müssen dann mal gucken. Falls wir den Zug nämlich verpassen, aber ich glaube nicht. So, weil wir nämlich auf den Zug extra warten. Und da kommt nämlich der Zug an, dann gucken wir mal, wie viel Geld wir hier bekommen. Waren, wie gesagt, gerade bei 38. Wir kriegen 142, kriegen wir, wenn der Zug ankommt. Es ist nicht gerade wenig. Und hier warten, eigentlich können wir zwei Züge losschicken, aber wir haben das Geld leider noch nicht. Und wir müssten noch einen Ausgleich gleich setzen. Und das Geld haben wir leider auch noch nicht da. Das ist dann die Frage, lohnt sich das jetzt eben schon einen zweiten Zug drauf zu setzen, weil hier warten jetzt 21 Leute. Das könnte man mit einem Zug schaffen, aber hier drüben, das schafft man nicht mit einem Zug. Also pausiere ich mal kurz, ich leihe mir nämlich noch 2 Millionen und dann können wir nämlich kurz hier die Bahn fertig bauen, weil da kriege ich mal viel schneller Geld und das ist eigentlich das, was wir brauchen. Wir brauchen Geld, wir brauchen Money, wir brauchen einfach Einkommen. So, ich baue hier mal ganz, ganz langsam. Baue ich mal unsere Bahn hier. Ich weiß nicht, ob das besser ist, wenn ich das wirklich so mache. Oder ob ich einfach mit halb durchziehen viel, viel besser gekommen wäre. Aber so sieht das eigentlich relativ gut aus. Können wir eigentlich so lassen und jetzt hier noch dran verbinden. Super. Jetzt haben wir noch ein paar K. Dafür müssen wir uns jetzt noch den Zug kaufen. Die Zuglinie jetzt in Betrieb setzen. Und uns ein paar Autos holen, damit das Zeug abgeholt wird. So, unsere Bahnlinie ist da. Und jetzt brauchen wir nur noch die Autos dort unten. Dazu brauchen wir zwei Depots und... Ja, zwei Depots, ja. Und Dings. Die Fahrzeuge natürlich. So, da
Dafür müssen wir hier LKW-Station gehen. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem pausieren, sonst kommen wir mit dem Geld nicht hin. So, 4 Straßenfahrzeuge kommen uns da hin und holen. Also 4 Planwagen. Ist sehr, sehr wenig. Aber es müsste für den Anfang erstmal reichen, dass die Strecke ja komplett abfahren. Die nutzen das Terminal 2, ist mir auch relativ egal jetzt am Anfang, aber okay, gut. Der Zug fährt erst hier runter, dann fährt er hoch. In der Zeit wird hier schon mal ein bisschen Ware produziert, müsste mal. Produktion ist noch auf 0, frage ich mich warum. Wird sich aber hoffentlich bald ändern. Und die Produktion fängt an, das ist sehr, sehr nice. So, hier warten natürlich die Leute nach und nach. 46 haben wir hier, okay. Und auf hier drüben haben wir 9 Leute. Also ganz so viel Unterschied ist nicht. Der Zug ist randvoll. Das heißt, wir müssen uns bald einen zweiten Zug besorgen. Ist natürlich nur die Frage, wo ist denn die Hälfte? Die Hälfte ist ungefähr hier, dass die sich dann auf dem Begegnungsgleis begegnen. Das kostet aber natürlich nochmal ein bisschen. Und das Geld haben wir leider im Moment überhaupt nicht. Wir haben gerade 89k nur. 90k. Damit können wir uns noch niemals einen Zug kaufen. Oder, ja, der kostet 123. So, und dann sollten wir uns doch schon nochmal 4 davon holen. Das heißt, wir bräuchten dann doch nochmal ein Darlehen. Außer wir warten natürlich jetzt, was ich glaube ich mehr mache. Oder ich kann es einfach nicht lassen und leih mir nochmal 2 Mal. Sorry, also 1, 2, 3, 4. Leider bin ich so, dass ich das schon sehr gerne was schaffen möchte. Ich möchte schon gerne was erreichen. Hier ist dann das erste Begegnungsgleis, was ich je hier gebaut habe. So, und dann machen wir hier die Signale natürlich hin. Hier braucht man Ausfahrtssignal und hier braucht man Einfahrtssignal. Partyart, und dann gucken wir uns kurz die Linie an, weil das ist nämlich das Wichtigste, ob das jetzt genau richtig rund ist. Genau ist es auch. Sehr, sehr gut. Und dann können wir nämlich den Zug dann nämlich auch dann auf die Linie 1 zuweisen. Er erwartet, das ist sehr, sehr, also das ist richtig, genau. 54 Leute, gut. So, nach gefühlten 3 Jahren sind die immer noch nicht oben. Und der Zug ist bestimmt auch noch nicht befüllt. Nee. Also es dauert Ewigkeiten hier irgendwie. Das wird eine große Minusstrecke. Am Anfang danach wird es natürlich wieder Plus, aber wir müssen das erstmal alles anregen, damit wir überhaupt irgendwelche Sachen hier bekommen. So, und ich warte jetzt natürlich noch, wie das hier mit den Zügen sich so ein bisschen verhält. Und danach bin ich auch dem Part natürlich. 24, der wartet natürlich jetzt, bis er durchgefahren ist hier durch dieses Signal. Dann können wir mal gucken, ob das so ungefähr die Mitte ist. Obwohl ich natürlich glaube, die Mitte ist hier so ungefähr. Also ein bisschen weiter vorne. Aber die 3 Sekunden, glaube ich, könnten sie auch warten. Das wird auch nicht das große Problem sein. So, 17 Leute schon wieder hier. Und hier haben wir auch trotzdem 44 Leute. Wir machen bestimmt relativ gut Plus mit der Strecke. Straßenfahrzeug. Ach, wir haben die einzelnen Straßenfahrzeuge hier. Fällt mir gerade so auf. So, Linie 4 und 5 natürlich macht Minus. Linie 3 ist hier drüben, die macht nicht so viel. Hier die 11.000, das ist schon okay. Könnte man sich natürlich mehr noch wünschen. Der Zug mit 130.000 ist schon sehr, sehr nice. Natürlich Linie 3, die rentiert sich, die ist aber voll, muss man sagen. Die ist voll, aber rentiert sich nicht so richtig. Irgendwas wird dann sein. Ach, guck mal, die ist eigentlich noch weiter hinten der Treffpunkt. Da ich das Zug hier andere Geschwindigkeiten fährt als der hier jetzt hier hoch und runter. Das gucken wir mal, ob das nicht zu lange ist mit dem Warten, aber ich glaube mal nicht. Ich hoffe es mal nicht. Na, da kommt der Zug. Es ist schon eine Weile, ja. Werde ich jetzt nochmal einmal kontrollieren, aber ich glaube, das passt schon. Und ich würde mal sagen, wenn ihr natürlich sehen wollt, ob wir das hier noch packen, mit dem ganzen Darlehen wegzubekommen, dann gebt einfach mal einen Daumen nach oben. Ich würde mich nämlich freuen, auch mal Abwechslung zu bringen, auch mal eben zu sagen, ja, ich bringe auch mal Minecraft wieder, so zwischendurch. Mache ich sehr, sehr gerne, dadurch, dass das mal was anderes ist. So wie mal wieder Minecraft-Server auferleben zu lassen, ist natürlich auch ganz wichtig. Weil es soll ja auch mal wieder Spaß machen, Minecraft zu spielen.
Und ihr seht jetzt schon, dass das Begegnungsgleis relativ falsch gesetzt ist. So, 300.000 plus ist schon eine Menge. Wir zahlen natürlich schon mal was zurück, damit wir schön im Minus dann landen. Also wir kriegen mit dem Bann echt gut Geld. Gut, ein Begegnungsgleis jetzt ist natürlich die Sache. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Da ich der hier, dass der hier glaube ich bergauf fahren muss. Ich weiß es nicht. Oder ich muss das Begegnungsgleis, ich muss das dann irgendwann mal länger ziehen. Aber so sammeln sich nochmal die Leute, weil dann fahren wir ja fast voll los und nicht halb leer. Also ist auch wieder so ein Hin und Her, ob das gut oder schlecht ist. Gut, ich würde einfach mal sagen, wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, einen Daumen nach unten. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr natürlich mehr davon sehen wollt oder auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt euer Mensch Wort. Ciao, ciao.